Hallo, wir sind wieder unterwegs, diesmal im Albtal bei Menzenschwand und heute möchten wir den Menzenschwander Wasserfall besuchen. Es ist Winter, es ist kühl, aber wir haben gedacht in diesen Zeiten, wir zeigen euch einfach ein bisschen Landschaft vom Schwarzwald. Auch wenn's und heute mit warmen Mützen. Ja, nicht wie gestern. Heute haben wir warme Mütze dabei. Ja, also wir zeigen euch den Wasserfall und lasst euch einfach begeistern, inspirieren, freut euch. Steffi, ich höre den Wasserfall schon. Ich auch. Ja, hier, das ist die Alp, die Menzenschwanderalp und da unten, cool, da ist das Bächle, das Wasserfallbächle. Wir müssen aufpassen, kein Winterdienst, aber es sind schon etliche Leute hier unterwegs gewesen. Oh, eine Sitzbank da. Da saß wohl jemand schon im Schnee. Hier ist der Bach. Steffi ist natürlich schon dabei, schöne Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, dass man mich noch hört. Es rauscht hier am wilden Schwarzwaldbach. Aha, oh, das ist interessant. Und Eiszapfen, oh, wie schön. Leute, sieht sagenhaft aus, wie im Märchen. Ja. Riesige Eiszapfen und die werden wir jetzt nachher noch euch zeigen. Wir werden sie filmen, fotografieren. Steffi ist ja voll ausgerüstet. Gell? Ja. So, hier ist die Schlucht. Steffi ist ziemlich wagemutig. Du, pass ein bisschen auf. Ja. Das ist fertig. Nichts riskieren. Bei einem Foto geht man auch mal ein bisschen in eine ungerade Strecke. Ei, sieht das toll aus. Schön. Hier seht ihr schon einige Leute, die den Weg hochgehen. Oh. Ah, Franz geht wieder auf Tuchfühlung. Ha, das sind Bilder hier. Ha? Oh, es ist aber ziemlich frisch hier auch in dieser tollen Landschaft. Hier muss man aufpassen, es ist der A30. Ich bin nämlich jetzt da hingehen, damit ich euch den Wasserfall besser zeigen kann. Versteht man mich überhaupt? Ich weiß nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. So, ich habe ja die Befürchtung, genau, dass unser lieber Franz da jetzt rüberkrabbelt, um den Eiszapfen ganz nah zu kommen. Na, wenn das mal gut geht, ich kann mich auf ihn verlassen und freue mich auf seine Aufnahmen. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen beäugen. Den
Wir gehen die Schlucht noch ein bisschen höher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man mich versteht. Es ist sehr, sehr laut hier. Und ich kann auch Steffi nur Zeichen geben. Sie versteht mich leider auf der Entfernung. Sie filmt und fotografiert hier. Ich gehe jetzt wieder auf den Weg zurück. Es ist ein bisschen arg rutschig hier. Macht es also nicht unbedingt nach. Und wenn nur gute Schuhe, wir haben die an. War ein bisschen schwierig, hier wieder auf den Weg zu kommen. Jetzt gehen wir die Schlucht hoch und mal gucken, was wir noch alles entdecken. Hallo. Hallo. Da oben der schöne blaue Himmel. Ah. Ich sag gerade den Wasserfall, der blaue Himmel mit einbeziehe, traumhaftes Bild, und das ist es doch, gell? Und weißt du was? Sagenhaft, tiefster Hochschwarzwald. Weißt du was? Habe ich von dir gelernt. Ah! Mein Lieblingsfotograf. Das ist schön, Schatz. Ne? Jetzt gehen wir hoch, gell? Aber aufpassen, es ist zum Teil rutschig. Hier liegt Eis. Nochmal einen Blick zurück und jetzt geht's nach oben. Was hast du entdeckt, Franz? Was du entdeckt hast? Ja, die Felsen hier. Die möchte ich aufnehmen. Und hier versteht man das eigene Wort nicht mehr. Hi! Das ist schon tief. Wie der Bach sich eingegraben hat, ist schon erstaunlich. Guck mal, der Schwarzwaldverein hat hier wieder Schilder aufgehängt. Ja. So, wir sind jetzt oberhalb vom Wasserfall. Wir laufen noch ein bisschen den Weg hoch. Es rauscht wahrscheinlich noch ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Da oben steht ein Schneemann-Pärchen. Pärchen. Die wollen wir uns mal anschauen. Und noch ein bisschen laufen. Soll das eine Nachbildung von uns sein, womöglich? Nein, das glaube ich nicht. Oh. Der Gute sollte mal zum Friseur, denke ich. Aber es ist süß gemacht. Wir vier dürfen. Wir sind alle aus einem Haushalt. Ja. Schnee zählt nämlich nicht. Ja, Schnee zählt nicht. Habt ihr das gehört? Also, raus in die Natur, genießt sie nicht. Ja. Wir müssen halt aufpassen. Und mit ihren Personen, wir halten uns auch alle dran. Aber ich glaube, die beiden Schneemänner hier, die tun uns nichts. Jetzt sind wir gerade ein bisschen weiter hochgelaufen und haben mal alte Brückenpfeiler bzw. Brückenfundamente entdeckt. Aber die gucken wir mal ganz kurz an. Ja, da war schon mal eine neugierig. Oh. Oh ja.
Also wir sind nicht die Ersten, die hier neugierig sind. Hier war mal eine Brücke. Die gibt es nicht mehr. Alte Pfeiler. Oh, da muss man aufpassen, rutschig. Ha, Steffi filmt das Ganze. Ha. Wir sind auf über 1000 Meter Höhe. Wie viel genau, weiß ich nicht. Wenn wir den Weg hier weiterlaufen, würden wir zum Feldberg kommen. Aber so weit laufen wir nicht. Wir wollten eigentlich ein ganz anderes Ziel anpeilen. Aber dort ist gesperrt. Ja, das war jetzt schade. Ja, wir wollten euch nämlich etwas ganz Besonderes zeigen. In einem der nächsten Videos werden wir das auch machen. Im schlimmsten Fall dauert es halt bis Frühling. Aber keine Sorge, wir werden jede Menge Videos machen. Das haben Steffi und ich beschlossen. Und mindestens eins pro Woche, oder? Genau. Vielleicht sogar mehr. Weiß es nicht. Aber eins wollen wir machen. Sie erscheinen da am Schwarzwaldführer. Ja. Die könnt ihr dann immer auf dem Schwarzwaldführer oder auf dem YouTube-Kanal sehen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einen Daumen hoch für uns gebt. Ja, Daumen hoch und vielleicht einen Kommentar in die Kommentarliste reinschreibt. Vielleicht neue Anregungen, was wir umsetzen können, was oder euch was interessiert. Ihr sehen wollt. Genau. Ja, und dann können wir uns ein bisschen orientieren. Jetzt geht es aber steil hoch. Und bei der Gelegenheit, die meisten Schilder hier werden übrigens vom Schwarzwaldverein angebracht und betreut. Hier zum Beispiel, seht ihr es, da steht es dabei. Und der Schwarzwaldverein, das macht der Verein alles ehrenamtlich. Wenn ihr zum Schwarzwald unterwegs seid und ihr seht solche Schilder hier mit der Raute oder irgendwelche Zeichen, immer dran denke, Ehrenamtliche machen das, damit ihr den richtigen Weg findet. Wenn wir den finden. Wir haben keine Karte dabei, aber naja, wir kennen uns ja aus, so ist es ja nicht. Ja. Das ist ein bisschen blau, ne? Das ist ganz dunkel. Unten ist die Alp, da unten fließt sie. Der Wasserfall, das ist der Alpwasserfall. Und hier in diesem Gebiet sind sehr, sehr viele kleine Quellen, die wiederum kleine Bäche speisen und die zu diesem Bach führen dann. Hier ist wieder ein Schild vom Schwarzwaldverein. Hab was ergattert. Aha, schön. Was hast du ergattert? Die Flechten am Baum. An dem da. Ja, ja, hier haben viele, viele Bäume Flechten. Sind ganz dicht, voll mit Flechten. Mal gucken, ob wir auch noch größere finden oder was anderes. Zu entdecken gibt es hier jede Menge. Ja, schön. Da. Ach Gott, ist das nicht süß hier. Sollen wir mal da hingehen? Da hinten, da ist der Bach. Oh ja. Ja. Ebne uns den Weg. Ja, das ist leicht gesagt. Das Schwierige ist hier, dass ziemlich tiefer Schnee liegt. Und jetzt versuchen wir es halt einfach mal. Ich gehe jetzt gerade mal voraus. Oh, was war das? Was war? War da ein Frosch oder was? Aber wenn, dann ist er tief gefroren. Ja, so. Gehen wir ganz vorsichtig hier durch. Hier ist es zu tief. Lach mich kaputt, ich finde das witzig. Naja, man muss trotzdem aufpassen, auch wenn es witzig ist. Jetzt hier geht es hoch wieder. Komm, ich ziehe dich gerade hoch hier. So, und jetzt kommen wir zum Bach. Da ist er. Wir machen eine Expedition
an die Menschenschwander Alp. Eigentlich sind wir in der Antarktis. Wir haben es uns nicht verraten. Ja, das, dagegen sprechen die vielen Bäume. Und hier sind auch die Flechten. Hier ist es ganz feucht. Ja. Voller Einsatz wieder von Franz. Klasse. Wir haben beschlossen, wir gehen wieder zurück auf den normalen Weg. Das ist ja ein bisschen komisch, im Wasser rumlaufen, im Winter. Und jetzt verfolgen wir unsere alten Spuren. Schön aus hier. Das Abendessen muss man sich verdienen. Genau. Das ist eine super Luft hier. Ganz ja, rein. Hab ich. Es war kalt. Ein bisschen aber warm angezogen. Yes. Ja. Aber es ist herrlich. Wo gehen wir jetzt hin? Richtung Wasserfall nochmal? Ja, gern. Also wir marschieren wieder Richtung Wasserfall. Wir sind ja hochgestiegen. Dadurch sind wir hier oben. Und in diesem kleinen Tal Richtung Feldberg. Der liegt da hinten im Nebel. Aber jetzt gehen wir wieder runter. Dann schauen wir mal, was wir da noch entdecken. Wolken werden auch ein bisschen dichter. Und schon wieder eines entdeckt. Also achtet auf die Schilder. Hallo, ich komme. Hey. Ah, traumhaft schön. Fette Filmbilder, das ist doch ganz klar. Und oh, aufpassen hier, ist sehr rutschig. Hallo Steffi. Hallo Schatzi, bist du auch endlich da? Ja. Aber pass auf, lauf langsam und vorsichtig, es ist sehr glatt hier. Aber ich habe doch gute Stiefel. Ja, trotzdem. Aufpassen ist immer besser. Oh. Genau.
Schon toll, gell, wie der Bach da rüberkommt. Da sind doch einige Leute unterwegs. So. Ah, die sind schön. Wir verlassen nun den Wasserfall, gehen nach Hause und den Cappuccino haben wir uns jetzt aber auch verdient. Wir machen einen Cappuccino, es gibt Kuchen oder Kekse dazu und lassen es uns gut gehen. Dann wird der Film auf dem Computer geholt. Wir beschneiden ihn, dass ihr ihn angucken könnt. Und wenn euch der Film gefallen hat, weitere Folgen, guckt einfach wieder rein. Macht jetzt einen Daumen vielleicht. Positiv, wäre schön. Vielen Und wenn Dank. Ihr Anregungen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentarleiste rein. Und viele liebe Grüße. Habt einen guten Wochenstart morgen. Ja. Bis bald. Tschüss. Bis bald, ja. Ciao.